Hallo zusammen, heute fangen wir mal das Video von hinten an. Viel Spaß mit dem Abspann. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Mapmaking Quick Tip. Ich zeige euch heute, wie ihr einen professionellen Abspann für die Credits eurer Map erstellt. Zuerst müssen wir ein paar Vorbereitungen im Resource Pack unserer Map treffen. Dort wechselt ihr in das Textverzeichnis oder erstellt dieses, falls der Ordner in eurem Pack noch nicht vorhanden ist. Erstellt nun eine neue Textdatei mit dem Namen end.txt und öffnet diese. Schon kann es losgehen, tippt euren gewünschten Abspanntext ein. Mit Formatierungscodes könnt ihr die Texte einfärben und formatieren. Die Tabelle findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Um zum Beispiel einen Textabschnitt rot einzufärben, schreibt ihr einfach Paragraphenzeichen C vor den Abschnitt. Außerdem könnt ihr Zeilen zentrieren, indem ihr vor diesen einen C in eckigen Klammern platziert. Wenn ihr fertig seid, speichert die Textdatei. Als nächstes wollen wir unser Logo einbinden. Ladet die verlinkte Bilddatei herunter und öffnet sie in einem guten Bildbearbeitungsprogramm, das Transparenzen unterstützt. Ihr könnt dafür beispielsweise das kostenlose GIMP oder den kommerziellen großen Bruder Adobe Photoshop verwenden. Erstellt eine neue Ebene und platziert eure Grafik so, dass sie nicht über die markierten Ränder hinausgeht. Ansonsten werden die Ränder später abgeschnitten. Wenn das Bild etwas breiter ist, dann müsst ihr das Bild teilen und in die nächste Zeile verschieben. Minecraft klebt die beiden Teile dann zusammen. Daher müsst ihr auch darauf achten, dass die Zeilen sich jeweils auf der richtigen Höhe befinden, da sie sonst schief nebeneinander platziert werden. Blendet die Hintergrundebene aus, sodass nur noch eure Grafik zu sehen ist. Die fertige Datei speichert ihr wieder im Resource Pack ab. Dazu wechselt ihr nun in den Ordner Textures, GUI, Title. Auch hier gilt, falls die Verzeichnisse nicht existieren, müsst ihr diese einfach erstellen. Wählt als Dateityp PNG aus, da sonst die Transparenz verloren geht. Damit wäre der erste Teil fertig. Wir wechseln nun ins Spiel. Im Hauptmenü solltet ihr bereits das eben eingefügte Bild sehen, sofern euer Resource Pack aktiv ist. Sollte das noch nicht so aussehen, wie es sein sollte, dann probiert noch etwas mit der Anordnung herum, indem ihr den vorherigen Schritt wiederholt. Öffnet eure Welt, in der der Abspann laufen soll. Ihr benötigt nun einen Block, den ihr nicht über das Kreativinventar erhalten könnt, nämlich das Endportal. Setzt dieses mit Setblock an einen Ort, in dem ihr nicht so schnell versehentlich dort hineinstolpern könnt. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht durch das Endportal und tötet den Drachen in-game sozusagen per Hand, oder ihr verlasst die Welt für einen kurzen Moment, um mit dem NPT-Editor den Wert DragonKilled in der Level.dat unter Data Dimension Data 1 DragonFight auf 0 zu setzen. Zurück in der Enddimension platziert ihr einen Repeating-Befehlsblock, der alle Spieler, die gerade in der Enddimension angekommen sind, sofort in das Endportal in der Mitte teleportiert. Vorsicht! Ihr müsst einen Befehlsblock verwenden und nicht einfach den Worldspawn über den Endportalen setzen, sodass der Spieler einfach hineinfallen kann. Minecraft versucht immer, den Spieler auf einen soliden Block zu spawnen und der Spieler würde deshalb daneben landen, daher würde das nicht zuverlässig funktionieren. Schaltet nun den Repeating-Command-Block ein, indem ihr ihn auf Always Active stellt. Jetzt solltet ihr den Abspann bereits sehen. Zum Überspringen drückt ihr die Escape-Taste. Um den Abspann abzuspielen, müsst ihr nun einfach den Spieler in der Oberwelt in das Endportal teleportieren. Sobald man in der Enddimension angekommen ist, wird man sofort vom Befehlsblock wieder in ein Endportal teleportiert und löst damit den Abspann aus. Eine Anmerkung noch. Seit der Version 1.12, genauer gesagt seit Snapshot 17b13a, gibt es einen neuen Spieler-NBT-Tag, Scene Credits. Sobald man den Abspann einmal gesehen hat, springt dieser Wert auf 1 und man sieht den Abspann nicht ein weiteres Mal. Wenn ihr euren eigenen Abspann beim Mapmaking testen möchtet, müsst ihr mithilfe eines NBT-Editors in der Level-Datei unter Data Player Scene Credits den Wert auf 0 stellen. Den Link zum NBT-Editor NBT Explorer findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was schreibt ihr in eure Credits rein? Sagt es uns in den Kommentaren. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Wenn euch der Quick-Tipp gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.